Hey, hey und willkommen hier aus Schweden auf Freiheitsleben in Schweden. Ja, erstmal ganz wichtig, abonnieren, Glocke aktivieren und fertig ist die Laube. Heute geht's um dieses ominöse S1-Formular, wovon ja immer wieder die Rede ist und es ist auch unwahrscheinlich wichtig, weil sonst bekommst du hier in Schweden keine Personennummer. Ich verlinke das mal oben drinne, wie du die Personennummer bekommst und gerade gesetzlich Versicherte, also gesetzlich Krankenversicherte, brauchen zwingend dieses S1-Formular. Ja, um was handelt es sich bei diesem S1-Formular? Das S1-Formular bestätigt halt einfach, dass du eben in Deutschland noch krankenversichert bist. Und ganz wichtig auch zu wissen ist es, dass dieses S1-Formular auch nur für die Leute gültig ist, die mit Eigenmitteln hier in Schweden sich anmelden wollen und eine PN beantragen möchten. Wenn du jetzt hier in Schweden zum Beispiel mit deinem Eigenkapital dich anmelden möchtest, um dann eine PN zu beantragen, dann ist das S1-Formular zwingend notwendig, weil sonst funktioniert das nicht. Ja, die meisten Krankenkassen haben wahrscheinlich oder die meisten Krankenkassenmitarbeiter haben wahrscheinlich noch nie was von dem S1-Formular gehört und darum gebe ich dir noch ein paar Tipps mit, um es dann besser zu beantragen, weil da kann man auch so dein ein oder anderen Fehler machen. Der erste Fehler ist, sich vor der Beantragung und Zustellung aus Deutschland abzumelden. Also du darfst noch nicht abgemeldet sein, du musst also in Deutschland noch gemeldet sein, um dieses S1-Formular problemlos zu bekommen. Meisten Versicherer fragen dann auch natürlich, in welches Ausland du gehst. Das musst du aber nicht angeben, solange du einfach sagst, ich gehe ins europäische Ausland und dafür brauche ich dieses S1-Formular. Falls du dann eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter hast, der sich dann so ein bisschen querstellt und nicht ganz genau weiß, dann frag direkt nach. Also fang nicht an zu diskutieren, für was du es benötigst, sondern es ist tatsächlich so, dass jede gesetzliche Krankenkasse dir auf Nachfrage dieses S1-Formular geben muss. Erzähl dem Mitarbeiter auch nicht zu viel, wohin es geht und so weiter, weil dann fragen die natürlich, wo kann man sie denn erreichen? Haben sie denn schon eine Adresse, zum Beispiel hier in Schweden? Es geht einfach grundsätzlich um europäisches Ausland. Dafür brauchst du dieses S1-Formular, um dich dann, egal in welchem europäischen Land, anzumelden. Bei vielen Versicherern ist es tatsächlich so, dass es per E-Mail versendet werden kann. Und demzufolge solltest du auch sagen, Mensch, ich brauche das ja zwingend, weil ich weiß noch nicht, ob ich nächste Woche schon weg bin oder so. Also kann man sagen, muss man jetzt nicht sagen, aber lass es dir einfach mal vorab per E-Mail zukommen. Sag's einfach, Mensch, können Sie es mir vorab schon mal per E-Mail schicken, dann hast du es zu Hause. Und jetzt nochmal auf das europäische Ausland zu kommen. Mit diesem S1-Formular musst du auch sagen, dass du dich aus der gesetzlichen Krankenkasse nicht abmeldest, sondern die einfach umbaust und zwar in eine freiwillig gesetzliche Krankenkasse. Ja, also du musst freiwillig gesetzlich versichert sein und das musst du eben mit diesem S1-Formular nachweisen beim Skatteverket. Ne, also wenn du dich jetzt hier anmeldest. Die kostet so ungefähr 200 Euro für Leute, die keine oder keine größeren Einnahmen haben, eben in Deutschland für die ganze Familie. Es kann natürlich aber eben auch teurer werden pro Monat, wenn du Einkommen in Deutschland generierst. So, und dann habe ich hier nämlich noch ein Beispiel, das möchte ich jetzt dir vorlesen. Nicht, dass ich da irgendwas vergesse. Weil das ist nämlich ein bisschen spezieller und deshalb lese ich es mal vor meinem kleinen schlauen Zettel. Bleibt einer, also ein Partner, noch in Deutschland und erzielt hier auch Einkommen, dann sollte der nach Schweden vorgeht, ne, vorher am besten in die Familienversicherung rein. Bekommt man dann von dieser das S1 und braucht aber nichts zu zahlen, dass da ja die Krankenversicherung weiterhin vom Lohn abgeht von denjenigen, der in Deutschland geblieben ist. Also auch da kann man, sage ich mal, so ein bisschen tricksen, dass man da auch geringere Kosten hat, beziehungsweise die dann vom Lohn des anderen abgehen. Also kurzum, wenn du jetzt, also ihr seid jetzt zwei Personen, die eine Person geht nach Schweden und macht vorher die Familienversicherung mit dem S1-Formular, kann sich hier anmelden.
und der andere bleibt noch in Deutschland und arbeitet dort weiter, dann ist das eben die Familienversicherung über den, der in Deutschland geblieben ist, und das wird dann dort abgebucht. Ja, und wenn beide eben ins Ausland sofort wechseln, dann bist du eben freiwillig gesetzlich versichert und dann musst du halt einfach schauen, wie viel Kosten da auf dich zukommen. Also man sagt so Familienversicherte 200 Euro, wenn kein Einkommen vorhanden ist. Ja, und nochmal zum Ende hin den ganz wichtigen Appell. Erst das S1-Formular beantragen, in den Händen halten und dann aus Deutschland abmelden. Weil andersrum, wenn du denn als Reisender zählst, das würdest du nämlich sein, wenn du dich vorher in Deutschland abmeldest und dann das S1-Formular beantragst, dann ist es bei den meisten gesetzlichen Krankenversicherungen so, dass man es dir dann nicht mehr ausstellt, beziehungsweise es ein riesen Aufwand sein wird. Ja, und diese Auslandskrankenversicherung ist dann für ein Jahr gültig und das reicht als Nachweis hier in Schweden, dass du eben gesetzlich versichert bist in Deutschland in der Zeit, wo du hier in Schweden noch keine Krankenversicherung hast. Ja, also die Voraussetzungen für eine Personennummer werde ich dir nochmal oben reinpacken. Das ist nämlich wichtig zu wissen, was du dafür benötigst. Ohne diese Personennummer wirst du in Schweden nicht krankenversichert und dann beißt sich wieder die Maus in den Schwanz und du stehst dann hier ohne Krankenversicherung. Diese ganzen Angaben hier sind alles ohne Gewähr und aufgrund von der Recherche und natürlich von Leuten, mit denen wir da geredet haben. Und das ist einfach so zusammengetragen. Der idealste Weg oder beziehungsweise der Weg, den du gehen kannst. Ne? Und ne, also nagel mich da bitte nicht fest, weil ich bin privat versichert und bei uns war es eine ganz andere Sache. Dazu werde ich dann aber auch nochmal ein separates Video machen. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ja, sei und bleib freiheitslebend. Bis dahin. Ciao, ciao.